bin der Ueli Ferg. Ich war in den 70er Jahren Verteidiger mit der Nummer 17. In den 70er Jahren bin ich schon eine tragende Rolle in der Verteidigung. Ich durfte anfangen an der Seite von Fritz Bend und habe sehr viel gelernt von ihm. Und als er dann weggegangen ist, ist es wieder eine Stufe höher aufgegangen, weil ich bin dann in der Powerplay-Formation eingebunden wurde und habe dann auch konstruktiv Spiel gestalten, bin dann in diese Rollen hineingekommen und das hat wirklich Spass gemacht. Meine Erinnerungen an diesen Spielort sind eigentlich die frische Luft, der Schnee, der Regen und vor allem auch die Kabinen unten dran, die ziemlich katastrophal waren. Feucht, stinkig und wir hatten dort unten katastrophale Duschen. Wir mussten natürlich duschen nach dem Training und so weiter. Sogar der Schleifraum war dort unten. Und wir haben dann auch einmal Initiativen ergriffen in der Mannschaft, um die Kabine ein bisschen zu sanieren. Da ist sogar auch der Rolf Denini noch aktiv geworden damals. Und ich als junger Hochbauzeichner auch, habe da Bauleitung übernommen. Und das war aber ganz eine sanfte Sanierung gewesen. Aber doch, es hat neue Bänke gegeben, wo wir unsere unsere Ausrüstung können aufhängen. Das war ein Novum. Vorher mussten wir es immer heimschleichen. Und dann kam die Problematik, wie trocknet jetzt all das Zeug. Und dann haben wir Geräte hineingestellt und Stromzufuhr hat nicht so funktioniert. Und mit der Zeit ist dann das alles ins Laufen gekommen und war dann eine gute Grundlage, um besser Hockey zu spielen. Jürg Schaffroth war der erste Trainer, der eine Ausbildung von Macklingen hatte. Und er war der erste, der uns wirklich als Einzelspieler ausgebildet hat. Er hat Rollen auf dem Eis definiert und hat uns gezeigt, wie die Rollen zusammen spielen können. So, dass es eben ein konstruktives Angriffs- und Verteidigungsspiel gibt. Und ich auch vom Jürg Schaffroth sehr, sehr viel profitiert, weil ich bin so ein bisschen vom Talent her nicht so gut ausgerüstet gewesen, sondern ich bin ein Systemspieler gewesen und habe mich anhand von dem System können aufschaffen. Das ist damals für mich eine gute Zeit gewesen, weil ich bin am Technikum gewesen und ich habe Gelegenheit gehabt, einer der Einzigen, der können, über den Mittag auch trainieren konnte. Also wir haben, die können, haben sich in selber Zeit über den Mittag getroffen. Also nicht nur die drei oder vier Abendtraining, sondern Mittagstraining dazu. Und das hat wirklich von der Qualität her, vom Spielen her, hat das sehr viel gebracht. Und der Aufwand war natürlich entsprechend gross gewesen.